Die Schilddrüse trägt maßgeblich zu unserem Wohlbefinden bei. Sie produziert ein eigenes Hormon und regelt so die körperliche Leistungsfähigkeit. Das kleine schmetterlingsförmige Organ im Hals ist eine wichtige Steuerzentrale. Wenn es aus dem Takt kommt, dann hat das Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Diese Erfahrung hat auch Sabine Lohr gemacht. Die 38-Jährige leidet seit Jahren unter einer Überfunktion der Schilddrüse. Ständiges Herzrasen und Panikattacken sind die Folgen. Körperlich ist man eigentlich auf Null runtergeschraubt. Also Betten machen, da ist man fix und fertig hinterher. Treppensteigen, schlimm, einkaufen, alles was zu dicht, zu eng, zu viel, zu stressig wird, ist schon alles, könnte man schon explodieren. Nur weg, Ruhe haben wollen. Kein Spaß mehr so am Leben halt. Es sind diese typischen Symptome, die mit einer Überfunktion der Schilddrüse einhergehen. Sabine Lohr sucht heute Rat und Hilfe bei Professor Brink. Um die Krankheit vollständig zu beseitigen, soll hier im Klinikum Ernst von Bergmann das Schilddrüsengewebe der 38-Jährigen verringert werden. Das gelingt den Ärzten durch eine Operation. Doch die moderne Medizin kennt Alternativen, bei denen diese kleine, leicht radioaktive Kapsel eine wichtige Rolle spielt. Das kann man operativ machen, wenn das nicht nötig ist, wie bei ihr, weil keine Knoten da sind und die Schilddrüse nicht sehr groß ist. Dann geht es mit einer Radionukleidtherapie, indem man ihr radioaktives Jod in Kapselform zu schlucken gibt. Und es zerstrahlt die Schilddrüse dann von innen. Merken die Patienten meistens gar nicht, hat den gleichen Effekt wie eine Operation hinter eine kleinere Schilddrüse, die deutlich schwächer arbeitet und diese Überfunktion ist dann weg. Da jede Schilddrüse individuell Jod aufnimmt und verarbeitet, ist es notwendig, die bevorstehende Therapie zu simulieren. Hierzu muss die Patientin eine geringe Menge der zu erwartenden radioaktiven Dosis einnehmen. Aus den Messergebnissen können die Ärzte schließlich die zu verabreichende Menge errechnen. Dank der modernen Medizin sind Heilungschancen für Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen sehr gut. Vieles kann man mit Medikamenten. Häufig reicht schon einfach, dass man Jod den Patienten zu schlucken gibt oder sie sich jodreich ernähren. Es gibt eine ganze Reihe von gut wirksamen Medikamenten, die die Schilddrüsenfunktion beeinflussen. Wenige müssen operiert werden, was dann meist problemlos geht. Doch vor jeder Therapie steht die Diagnose. Mittels einer Ultraschalluntersuchung macht sich der Arzt ein Bild von der Größe und der Form der Schilddrüse. Denn vor allem soll herausgefunden werden, inwieweit sie sich vergrößert hat und ob sich Knoten gebildet haben. Zu den Standarddiagnoseverfahren gehört darüber hinaus eine sogenannte Szintigraphie. Hier steht die Funktion der Schilddrüse im Mittelpunkt. Dann möchten wir wissen, wie stark arbeitet die Schilddrüse und ist eine eventuelle Mehrarbeit, wie typisch bei der Erkrankung, über die gesamte Schilddrüse glatt verteilt oder gibt es einzelne Bezirke, bei Knoten wäre das zum Beispiel sehr typisch, die dann herausleuchten aus der eigentlichen Schilddrüse. Sabine Lohr kann dank dieser und vieler weiterer moderner Untersuchungsmethoden zuversichtlich in die Zukunft blicken. Hier im medizinischen Versorgungszentrum des Klinikum Ernst von Bergmann kommen viele Diagnoseverfahren wie das PET-CT zum Einsatz, die den Ärzten Aufschluss über Art und Fortschritt einer Erkrankung geben. Nur so ist es möglich, den Patienten effektiv, schonend und vor allem erfolgreich zu therapieren.